Hallo und herzlich willkommen beim neuen Open Mind Trompete Tierlist Video. Heute gibt es die Tierlist der Tierlists für den Kanal, weil es ist eine Drogen-Tierlist, wie ihr am Titel sicherlich schon erkannt habt. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht, wo ich so ein bisschen die Top 5 Drogen aufzähle, aber so Tierlist ist nochmal was anderes, weil da gibt es ja vielleicht mehrere Leute, die auf im gleichen Tier landen. Als erstes haben wir hier Ecstasy. Ecstasy macht sehr Spaß. Also von allen Drogen hat man da das meiste Glücksgefühl, aber es ist, finde ich, auch von den Gefahren nichts zu unterschätzen. Also vor allem auch, als ich viel für mein letztes Video recherchiert habe, ist mir nochmal aufgefallen, was da alles passieren kann. So Schlaganfälle, das ist ein bisschen unsexy. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, es ist B-Tier, ja. Es ist schon relativ gut, aber es gibt auch noch Platz nach oben. Viele haben davon einen Kater und sowas. Und bei mir ist es auch vor allem so, immer wenn ich es nehme, dann habe ich da so eine extreme Nervosität. Und das ist nur bei MDMA so, dass ich dann irgendwie mich so ein bisschen unwohl fühle, bevor die Wirkung eintritt. Das hier checke ich nicht. Was ist das für eine Droge? Lass mich erstmal aus. Hier Pomethazin, Codein. Bin ich jetzt auch nicht so der Fan davon, wie viele von euch wissen. Also der Codeinrausch ist schon ganz in Ordnung, aber zieht mich jetzt nicht so an. Hat halt großes Abhängigkeitspotenzial, machen wir. Das sind, glaube ich, so Research Chemicals. Research Chemicals, so Sachen, das sowas finde ich einfach nur kacke. Das gibt's F, da gibt's immer so viele Stories von Leuten, die schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Es ist ja hier Prometazin mit Codein, also hier ist im Grunde Sizzurp gemeint, aber der Hauptwirkstoff ist ja Codein oder und Prometazin. Also eigentlich Prometazin habe ich noch nie probiert, deswegen heißt muss ich es halt nach Codein beurteilen. Ist der mit DXM gemeint? Ich bin so kein Fan davon, so Husten, wenn DXM, mir sagen einfach mal DXM ist gemeint, so der Missbrauch von so Hustenzeug, machen wir da bin ich kein Fan davon. Und das ist Kokain, glaube ich. Kokain, oh, Kokain ist, was die Nebenwirkungen angeht, wirklich sehr verheerend. Also Kokain macht wirklich den Körper sehr kaputt, würde ich sagen. Der Rausch ist jetzt auch nicht so überragend, da würde ich auch hier so wirklich zu einem sehr schlechten ein Tier so zählen. M367 weiß ich jetzt auch nicht, was damit gemeint ist. Das hier sind wahrscheinlich so irgendwie so Opiate, so Richtung Oxy oder sowas. Das habe ich jetzt auch noch nie probiert. Aber da bin ich jetzt auch kein so Fan von. Mach ich mal hier. Xanax habe ich einmal probiert. Nein, theoretisch zweimal, wenn man dazu rechnet, dass ich es einmal genommen habe, als ich auf LSD war. Ich finde, es hat so seine Daseinsberechtigung für Leute, die irgendwie mal eine Panikattacke haben. Aber eigentlich ist das Suchtpotenzial, eigentlich muss ich auch sagen. Die Leute werden es haten, aber ich habe jetzt irgendwie die meisten Drogen schlecht gerankt, aber ist eigentlich nicht zu befürworten. So, ich kenne Leute, die davon abhängig waren. Das ist einfach einer der schlimmsten Süchte und der Rausch ist nicht so überragend, eigentlich schon sehr schlecht. So nur synthetische Cannabinoide ist das Einzige, was da noch schlechter ist. Weil ich nie verstehen würde, warum man solches Zeug nimmt, wenn es auch die normalen Drogen auch gibt. Hey, Moment mal. Ist das Speed dann? Zumindest einfach, das ist Speed. Da bin ich auch so kein Fan davon. Aber es ist theoretisch ein bisschen, ich glaube, es ist ein bisschen weniger schädlich für den Körper als Kokain. Ah, tun wir es einfach hier. Es ist ziemlich schlecht. Das soll auf jeden Fall Heroin sein. Heroin ist eigentlich auch ziemlich schlecht, Leute. Muss ich auch hier hin tun. Das ist Meth. Meth ist auch nicht gut, Leute. Muss auch hier hin. Dann LSD. LSD ist schon S-Tier. Also ich sage ja immer, Psychedelika sind die Könige der Drogen. Zum einen haben sie nicht so ein hohes Abhängigkeitspotenzial und ist noch niemand dran gestorben, also an Psychedelika schon, aber ist halt an gängigen Psychedelika, noch nicht an LSD und Pilzen, ist jetzt noch keiner gestorben. Und sie bieten auch viel mehr Mehrwert als andere Drogen, so. Da kann man so komplett andere Sicht auf die Welt bekommen. Ja, Schäden sind einfach nicht so groß. Pilze sind auch nicht schlecht, aber tue ich jetzt nur hier auf A einstufen, weil von Pilzen wird mir immer schlecht und immer wenn ich die Wahl zwischen Pilzen und LSD habe, würde ich LSD bevorzugen. Es ist bei vielen nicht so, viele mögen Pilze lieber und vor allem, ich finde bei Pilzen entspannter, dass es 5 Stunden geht. Adderall, das ist ja, geht ja so in Richtung Ritalin, bin ich eigentlich auch überhaupt gar kein Fan davon. Tun wir es mal hier hin, so, weil für Leute, die ADHS haben oder sowas, vielleicht kann das da schon irgendwo manchmal sinnvoll sein, aber ich will das auch nicht noch als weiteres da in dieses tun, weil es ist ja schon besser. Ich würde schon eher Adderall nehmen als irgendwie Heroin oder Meth, muss ich sagen. Ketamin bin ich jetzt auch kein so großer Fan davon, aber ich habe es schon ein paar Mal genommen und hatte so meine spaßige Zeit. Kann ich hier so einordnen. Schlechter auf jeden Fall als Ecstasy, aber würde ich trotzdem noch besser als hier so Codein oder sowas. Dann haben wir noch Gras als letztes. Finde ich auch schon ein bisschen überwertet. Würde ich auf eine Stufe mit MDMA stellen. Alk fehlt, stimmt. Alk würde ich wahrscheinlich auf eine Stufe hier mit Ketamin oder sowas stellen. Also ist zwar sehr schädlich, aber so ein paar Schlücke so mit guten Geschmack, so einen kleinen Rotwein. Also da bei den zwei weiß ich jetzt nicht, was gemeint ist. Kratom ist auch nicht dabei. Das Ding ist, das sind so vorgefertigte Listen und da war das die beste, die ich gefunden habe. Das ist jetzt das endgültige Ergebnis. Was sagt ihr dazu? Zum nächsten Video auf Open Mind Trompete.